Die Pest ist zurück. Die Krankheit, die im Mittelalter in Europa Millionen Menschen getötet hat, breitet sich in Madagaskar in Afrika aus. Alle paar Tage verdoppeln sich die Fallzahlen, was nichts Gutes anlässt. Wie tödlich ist die Krankheit und wie bedrohlich ist sie für uns jetzt in Klicks und Science Fiction? Herzlich willkommen. Es gibt bereits mehr als 100 Tote und mehr als 1000 Infizierte, also 10% der Erkrankten sterben. Eine extrem gefährliche Krankheit mit einer unheimlichen Geschichte, der schwarze Tod. Im Mittelalter grassierte die Pest unheimlich und tötete 25 Millionen Menschen. Es war ein Drittel aller Europäer. Eine der schlimmsten Epidemien überhaupt. Immer wieder gab es sie und erst 1894 wurde der Erreger vom französischen Arzt Alexandre Jorzin identifiziert und der Übertragungsweg geklärt. Hier in Europa taucht die Pest seitdem kaum noch auf, aber immerhin in 21 anderen Ländern, vereinzelt sogar in den USA. In Madagaskar ist die Pest seit 2008 wieder vermehrt aufgetreten und hat jetzt zu der schlimmsten Epidemie geführt. Dort, wie so oft, fängt alles mit einem einzelnen Fall an, der durch ganz bestimmte Umstände zu einer massenweisen Verbreitung führt. Bei Ebola war es eine riesige Beerdigung, bei der alle Gäste den Leichnam anfassten und sich dann wieder in alle Himmelsrichtungen zerstreuten und die Seuche so verbreiteten. Beim aktuellen Pestausbruch in Madagaskar war es ein Busreisender, der alle Mitreisenden in einem Bus ansteckte und so zur Verbreitung beitrug. Wie bei Ebola ist es im Nachhinein unmöglich, die Infizierten auszumachen und zu isolieren. Die Seuche verbreitet sich. Wie in Europa im Mittelalter kam auch in Madagaskar die Seuche mit Schiffen aus Asien. Das Bakterium Yersinia pestis tragen Ratten in sich. Sie werden von Flöhen gebissen, die das Bakterium dann über Flohbisse auf andere Wirte, eben auch den Menschen, übertragen. Dabei kann die Pest auf drei Arten ausbrechen. Bei der Pestblutvergiftung, da gehen die Bakterien, die bleiben im Blut und töten innerhalb von ein paar Tagen. Bei der Beulenpest siedeln sie sich in den Lymphknoten an, die Tennisball groß anschwellen. Und wenn diese platzen, dann verbreiten sich die Bakterien und stecken andere Menschen an. Am ansteckendsten ist die Lungenpest. Hier sind die Bakterien in der Lunge und werden durch die Atemluft, zum Beispiel beim Husten vor allen Dingen, verbreitet. Genau der Fall, der die Epidemie über den Mitreisenden im Bus verbreitet hat. Jetzt ist dieser Ausbruch zum größten Ausbruch der Pest in Afrika geworden und ein Ende ist nicht abzusehen. Die Menschen schlafen hier und das ist ein schwieriger Umstand, zum Teil in Hütten auf dem Boden. Krankenhäuser und Ärzte, die sind weit entfernt. Ideale Voraussetzungen für die Ausbreitung der Epidemie. Hat sich hier jemand infiziert, hat er einige Tage Zeit, die Erreger zu verbreiten. Die langen Reaktionszeiten haben jetzt dazu geführt, dass der Erreger die Hauptstadt Antananarivo und überhaupt Städte erreicht hat, in denen er sich viel, viel schneller ausbreiten und deutlich mehr Menschen infizieren kann. Die Regierung hat jetzt Versammlungen und Kundgebungen verboten, doch das scheint nicht viel zu nützen. Millionen Menschen drängeln sich in den Städten, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und tragen die Seuche so weiter. Im Moment sieht es nicht so aus, dass die Seuche eingegrenzt werden könnte. Dabei gäbe es ganz gute Behandlungsmethoden gegen die Pest. Zwar sind die Bakterien inzwischen gegen einige Antibiotika resistent, wie inzwischen in Madagaskar festgestellt wurde, aber es gibt noch genügend Antibiotika, die wirken. Und wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, damit auch wirklich benachrichtigt werde, wenn ein neues Video kommt. Und hier geht es weiter mit Droht eine Pandemie. Da geht es um das extrem gefährliche MERS-Virus, das sich im Moment verbreitet. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.